Ich grüße euch, meine Freunde, und willkommen zu einem kurzen Video, und zwar zu einem PTR-Update. Und das Ganze dreht sich um Mercy, und zwar um eine Anpassung ihrer Ultimate, also ihrer ultimativen Fähigkeit, und im gleichen Zug quasi in Bezug auf ihren Res. Aktuell ist es ja so, dass Mercy, wenn sie denn ihre Ulti aktiviert, dass der Cooldown sich von ihrem Rest komplett zurücksetzt und wir dann alle 10 Sekunden jemanden resten können. Das hatte zur Folge, dass man einen Rest raushauen konnte, dann die Ulti zünden, also die in die Valkyrie-Form gehen konnte. Und so konnte man halt direkt danach gleich noch eine Person resten und dann eben im 10-Sekunden-Takt eben noch weitere Personen. Jetzt hat sich das Ganze geändert und wir gucken uns das mal im Vergleich an. Ich bin jetzt hier, das ist jetzt auf dem Live-Server, so sieht das Ganze hier aus, und ich fliege mal rüber und reste mal diesen Bot, aktiviere die Ult und kann, ihr habt es dabei gesehen, dass der Cooldown sich zurückgesetzt hat und ich kann 2 Personen wiederbeleben und wir haben einen 10 Sekunden Cooldown. Das ist auf jeden Fall das Prinzip, wie das Ganze hier funktioniert. Auf dem PTR, so, da muss ich hier mal drauf gehen, ist es nun so, dass ich die erste Person reste, in die Ult gehe und, ja, ihr seht, es passiert nichts. Das heißt, wir müssen trotz allem 30 Sekunden warten, bis wir ulten können, bis wir wieder ulten können. Und wir haben auch keinen Reset. Was aber allerdings ins Positive verändert wurde, sage ich mal. Und darauf müssen wir erstmal 10 Sekunden warten und hoffen, dass gleich ein Bot stirbt. Es wurde die Range erhöht während der Ult. Ich lade mal ganz kurz schnell die Ulti auf und cutte gleich rein. Okay, da sind wir wieder und dieser Bot müsste jetzt gleich sofort sterben, wenn er jetzt Damage bekommt. Und dann wollte ich euch mal die Range der Ult zeigen, also beziehungsweise nicht der Ult, sondern des Wiederbelebens. Das ist die Range des Wiederbelebens, ja, genau hier vorne, ja, ungefähr hier auf dieser Höhe. Ja, merken wir uns mal diese eine Stelle. Ich laufe jetzt mal zur Seite und warten, bis dieser Bot stirbt. Wenn ich die Ult nun zünde, dann ist die Range um einiges erhöht, also ich kann... Ja, okay. Ab hier quasi resten. Also die wurde ungefähr verdoppelt, die Range von der Ult. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze auswirken wird. Wobei ich die Vermutung habe, okay, also es wird sich auf jeden Fall bessern, weil aktuell ist ja Mercy, sag ich mal, ein Must-Pick. Ohne Mercy ist das Game nahezu ein Loss und deswegen ist es auf jeden Fall eine wichtige Änderung, die, denke ich mal, in die richtige Richtung geht. Wobei ich glaube, dass Mercy trotz allem ein sehr starker Pick bleiben wird, denn die, der allererste Rest ist im Prinzip des Öfteren entscheidend bei Mercy. Also ihr müsst es euch mal so vorstellen, man pusht irgendwas oder man versucht irgendwie einen Point zu pushen, man bekommt einen Pick, zum Beispiel mit einer Widowmaker oder eigentlich egal mit welchem Hero, und diese Picks werden dann immer zunichte gemacht durch den initialen Rest. Und dieser erste Rest ist meistens immer extrem stark, und aber wir werden es mal sehen. Also es ist auf jeden Fall trotzdem eine Änderung, die sehr wichtig ist und die vonnöten ist, also jetzt nur mal so dahingesagt. Die nächste Änderung, die jetzt in Kraft getreten ist, und die ist halt, tatsächlich ein bisschen eigenartig, deswegen gehe ich mal ganz kurz auf Sombra. Und zwar wurde eigentlich nur verändert, dass Sombra jetzt mit der EMP Bots hacken kann. Da werden sich manche wahrscheinlich jetzt denken, ja okay, was ist denn das für eine Änderung, bringt ja gar nichts. Da ist halt dieser Gedanke einfach nur dabei, dass genau diese Bots hier vorne, die sind im Halloween-Event vertreten. Wenn ihr euch erinnern könnt, ans letzte Jahr, bei dem Halloween-Event, hat man gegen eine Horde von Bots gekämpft, und es waren eben diese Bots. Und dadurch, dass wir jetzt eine Sombra haben, und eventuell bedeutet das Ganze, dass wir im Prinzip Sombra im Event spielen werden können, so wie hier, ihr seht es gerade, die sind gehackt, das funktioniert auf dem Live-Server nicht. Das kann ich euch auch nochmal hier einmal schnell demonstrieren, indem ich die Ulti lade. Also ich glaube, dass das Event natürlich wieder dasselbe sein wird, also vermute ich mal, also ich gehe mal davon aus, dass es wie bei Lucio Ball sein wird, dass wir im Prinzip nochmal dasselbe Event spielen werden, eventuell auf einer anderen Location gegen andere Heroes, also die Bosse werden anders sein, aber vom Prinzip wird es ähnlich sein und eventuell eben mit einem Modus, wo wir alle Helden auswählen können, und dadurch könnte Sombra, ich weiß gar nicht, wie sie davon profitieren könnte, weil eigentlich passiert dabei ja nichts, aber ihr seht hier, auf dem Live-Server können wir sie nicht hacken,
Und ja, das sind die Änderungen, die jetzt etwa, die relevanter sind. Ansonsten wurde bei Diva ein Bug gefixt, wo sie ihren Mac nicht abfeuern konnte, wenn man diese neue Funktion verwendet hat, mit dem Easy Shift. Ja, das wär's aber eigentlich. Ansonsten natürlich die, die bekannten Änderungen zum Ult Charge, dass die sofort verbraucht werden. Also auf, im Prinzip von 100% auf 0, wenn man es aktiviert. Und ja, das waren die Änderungen. Ich hoffe, das war für euch hilfreich und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf, euer Oleg. Haut rein!